Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Und zwar werde ich für alle Anfänger heute mal 20 sehr hilfreiche Tipps vorstellen. Das sind Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit dem Spielen angefangen hätte, weil dann hätte ich es direkt von Anfang an so machen können und hätte mir ziemlich viel Zeit und Mühe erspart. Tipp Nummer 1. Egal wo ihr seid, am Anfang solltet ihr immer alles looten, was ihr so findet. Kleiner Tipp, in Kalthafen könnt ihr einfach so, wenn man euch denn lässt, könnt ihr einfach so in der Gegend herumlaufen und alles looten, was ihr so findet, beziehungsweise was euch so unter die Nase kommt. Und das aus den Kammern des Wahnsinns. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Es kann nicht einfach gewesen sein. Denn hier ist nichts, was gestohlen werden kann. Hier kann man alles looten. Hier kann man auch unter anderem Entwürfe finden, wie ihr seht. Das geht ja relativ schnell. Ihr könnt zum Beispiel auch Buffwood mitnehmen. Ihr könnt Zutaten mitnehmen, damit ihr euer Buffwood selber herstellen könnt. Und, und. Hier ist alles legal. Aber auch wenn ihr draußen seid, solltet ihr auf jeden Fall looten, was das Zeug hält. Denn es ist ganz wichtig, wenn ihr den Platz habt natürlich mit dem Handwerksbeutel, dass ihr schon von vornherein versucht, einen guten Vorrat anzulegen. Tipp Nummer 2. Spielt am Anfang nur im Startgebiet eurer Allianz, da ansonsten die Gegner eindeutig zu schwer sind, beziehungsweise ihr ja sehr viel und sehr schnell zwischendurch sterben könnt. Für das Altmeri-Dominion beispielsweise ist Auridon das Startgebiet. Ihr seht schon, das ist ein riesiges Gebiet. Da könnt ihr erstmal eine ganze Weile questen. Wenn ihr wirklich alles hier durchgequestet habt, was ihr gefunden habt, dann habt ihr auch schon ein gutes Level gemacht. Tipp Nummer 3. Ihr solltet direkt von Anfang an die Gilden freischalten. Und zwar meine ich damit die Magiergilde, die Kriegergilde, die Unerschrockenen. Das sind die wichtigsten, weil dementsprechend auch aktive und passive Fähigkeiten von den einzelnen Gilden genutzt werden können. Dann gibt es noch für die Leute, die die Goldküste als DLC dabei haben oder einfach nur das Abo abgeschlossen haben, könnt ihr noch die Diebesgilde machen und die Dunkle Bruderschaft könnt ihr noch machen. Und alle, die das Summer's End DLC besitzen, die können sich noch zum Tzitschik-Orden begeben. Ihr habt von Anfang an alle Handwerke, die ihr direkt freischalten könnt, wenn ihr das möchtet. Und zwar sind das die Handwerke Alchemie, Schmiedekunst, Schmuckhandwerk, Schneiderei, Schreinerei, Versorgen und Verzaubern. Wobei ich dazu sagen muss, das Schmuckhandwerk könnt ihr nur erlernen, wenn ihr ein Abo habt, beziehungsweise wenn ihr das DLC Summer's End besitzt. Ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr von Anfang an damit beginnt, einzelne Sachen entweder herzustellen, wenn ihr die nötigen Materialien habt, oder eben ganz viel zu verwerten, weil indem ihr Sachen verwertet, levelt ihr euer Handwerk, bis ihr dann schlussendlich auf Level 50 seid. Das ist wichtig, damit ihr selber Sachen herstellen könnt, Rüstungen und Waffen. Was auch noch ganz wichtig ist, analysieren. Ihr solltet wirklich von Anfang an, wenn ihr das irgendwo könnt, wenn ihr irgendetwas habt, die Eigenschaften alle durchanalysieren. Ich habe über ein halbes Jahr gebraucht und ich habe teilweise schon Zusätze benötigt, damit ich das schneller analysieren kann. Es lohnt sich auf jeden Fall von Anfang an damit anzufangen. Einen kleinen Tipp habe ich da auch noch für, gerade auch für die, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Achtet immer auf dieses kleine Zeichen von Intrikat, das gibt euch erhöhte Inspiration. Heißt, wenn ihr die Sachen verwertet, dann erlangt ihr 280% mehr Inspiration und auch noch zusätzliches Material, wenn ihr das Ganze verwertet. Tipp Nummer 5. Die 2 Skill-Leisten. Ab Level 15 erhaltet ihr 2 Skill-Leisten. Das heißt, wie ihr hier oben schon sehen könnt, ihr könnt 2 verschiedene Waffenarten tragen. Zum Beispiel 2 Dolche auf der ersten Leiste und
einen Bogen auf der zweiten Leiste oder einen Zerstörungsstab auf der ersten Leiste und einen Heilstab auf der zweiten Leiste. In meinem Fall sind es jetzt zwei Zerstörungsstäbe. Achtet allerdings darauf, dass ihr nur immer die aktuelle Leiste, die gerade aktuell ausgerüstet ist, auch wirklich levelt. Wenn ihr die andere Leiste mitleveln wollt, dann müsst ihr zum Beispiel auf eure Waffe gehen. Wenn ihr einen Zerstörungsstab tragt, dann habt ihr ja genügend da drin und ihr habt einen Zerstörungsstab ausgerüstet. Dann macht einfach in der letzten zum Beispiel einen Skill vom Heilstab rein und dann könnt ihr auch automatisch den Heilstab mitleveln. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die einzelnen Klassen. Jeder einzelne Skill, der hier unten angezeigt wird, levelt die entsprechende Klasse, aus der er rausgenommen worden ist. Tipp Nummer 6, die Fertigkeitspunkte. Egal, was ihr für eine Klasse spielt, ihr müsst euch immer entscheiden, ob ihr die Klasse auf Magicka oder auf Ausdauer spielt. Wenn ihr natürlich einen Tank habt, dann kommt noch Leben mit dazu, aber das ist ein anderes Thema. Ich persönlich spiele ein Magicka DD und deswegen habe ich alle meine Skillpunkte in Magicka reingelegt. Würde ich einen Ausdauer-Char spielen, würde ich alle 64 Skillpunkte nur in Ausdauer reintun. Ihr braucht definitiv keine Punkte in Leben reinzustecken. Gerade am Anfang habt ihr ein erhöhtes Leben im Vergleich zu später. Und da lohnt es sich nicht, noch extra Punkte in Leben reinzustecken. Wenn ihr wirklich das Maximum an Schaden rausholen wollt oder auch zum Beispiel an Heilung, dann nehmt auf jeden Fall alle 64 Punkte nur in Magicka oder Ausdauer. Tipp Nummer 7. Schwere Angriffe blocken. Wenn ihr mit einem Gegner am Kämpfen seid und der Gegner zum Beispiel Flächenschaden macht oder andere schwere Angriffe, dann solltet ihr immer blocken. Das zum Beispiel ist ein schwerer Angriff. Der kann nur dadurch geblockt werden, indem ihr die rechte Maustaste haltet. Und ihr seht, wenn ihr Angriffe blockt, können euch schwere Angriffe nichts mehr abhaben und der Gegner wird zwischendurch auch nochmal betäubt. Tipp Nummer 8. Ihr solltet von Anfang an von jeder Rüstungsart mindestens 2 oder 3 gleichzeitig für eine gewisse Zeit lang tragen, damit ihr die entsprechende Rüstung freischaltet. Denn wenn ihr diese Rüstungsarten freigeschaltet habt und auch dementsprechend levelt, dann könnt ihr auch alle passiven Fähigkeiten davon verwenden. Die auf Magicka basierenden Chars werden in erster Linie nur leichte Rüstung spielen, wenn es normale DDs sind. Die auf Ausdauer spielenden DDs werden nur mittlere Rüstung in erster Linie spielen. Und die Tanks werden natürlich schwere Rüstung spielen. Allerdings gibt es da noch eine Kleinigkeit, und zwar bei den Unerschrockenen. Da gibt es ein Passiver. Erhöht euer Maximum an Leben, Ausdauer und Magicka um jeweils 2% für jede ausgerüstete Rüstungsart. Leicht, mittel oder schwer. Heißt, wenn ihr von jeder Rüstungsart mindestens ein Teil tragt, habt ihr insgesamt 6% mehr an Leben, Ausdauer und Magicka, sobald ihr das Ganze hier bei den Unerschrockenen freigeschaltet habt. Deswegen ist es so wichtig, von jedem Teil nach Möglichkeit, zumindest später, noch nicht von Anfang an, ein Teil zu tragen. In der Regel gilt 5-1-1, sprich die Magicka-Chars, die Magicka-DDs tragen 5-mal leichte Rüstung, 1-mal mittel, 1-mal schwer. Und die Ausdauer-Chars tragen 5-mal mittlere Rüstung, 1-mal leicht, 1-mal schwer. In erster Linie geht es dann auch darum, neben den unerschrockenen Passivern auch die Passiver von den Rüstungen mitzunehmen. Das heißt, für die Magicka-DDs gilt, alle Passiver in der leichten Rüstung freischalten. Ihr könnt beispielsweise auch noch die Ausdauerregeneration von der mittleren Rüstung freischalten und je nachdem wie ihr spielt, auch die Kosten beim Schleichen noch verringern. In der schweren Rüstung gibt es auch noch einige Sachen, die man freischalten kann. Zum Beispiel erhöht die physische Resistenz für jedes Stück, was man trägt, erhöht die Lebensregeneration und erhöht das maximale Leben. Die letzten zwei sind nur dann wichtig, wenn man diesen Char auch als Tank spielen möchte. Tipp Nummer 9. Klasse und Volk sollten gut ausgewählt sein. Am Anfang ist es noch nicht so wichtig, beziehungsweise am Anfang habt ihr noch nicht so das Wissen, welche Klasse und welches Volk wirklich miteinander harmonieren. Ihr solltet aber nach Möglichkeit im Vorfeld euch schon mal ein wenig informieren. Ich persönlich habe jetzt eine Hochelf-Zauberin, weil ich sie auf Magicka als DD spiele. Es gibt noch andere Kombinationen, dazu werde ich auch noch mal ein separates Video machen.
Grundsätzlich gilt natürlich, ihr könnt jede Klasse mit jedem Volk theoretisch spielen. Wenn ihr aber das Beste wirklich rausholen wollt an dem Schaden, den ihr macht oder an der Heilung oder ähnliches, dann solltet ihr euch schon darüber informieren, was am besten zusammenpasst. Aktuell gibt es diese 6 Klassen: Drachenritter, Zauberer, Nachtklinge, Templer, Hüter und Nekromant. Und als Völker haben wir aktuell die Bretonen, die Rotwardonen, die Argonier, die Nord, die Khajiit, die Ort, die Kaiserlichen, den Dunkelelf, die Hochelfen und die Waldelfen. Rein theoretisch könnt ihr jede Klasse einmal auf Stamina genauso wie auf Magicka spielen. Ich persönlich habe immer von jeder Klasse eine Stamina- und eine Magicka-Variante, die auch beide sehr viel Schaden rausholen. Ihr müsst aber dann schon wissen, oder ihr solltet zumindest wissen, welche von den entsprechenden Völkern ihr für die Klasse nehmen solltet, um das zu erreichen, das Maximum rauszuholen, was ihr wirklich haben wollt. Wie gesagt, dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Tipp Nummer 10. Ihr solltet Wegschreine nutzen, um kostenlos reisen zu können. Wenn ihr auf eure Karte geht, dann seid ihr wahrscheinlich angetan davon, wie viele Wegschreine ihr schon freigeschaltet habt, wenn ihr schon ein wenig länger spielt. Aber ihr seht auch die hohen Kosten. Hier geht es noch einigermaßen, aber auch 146 Gold ist natürlich für einen Anfänger sehr, sehr viel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in ein anderes Gebiet reisen wollt, dann kann es gut aussehen, aber es kann natürlich auch teurer werden. Okay, hier haben wir jetzt natürlich schlechte Beispiele. Je nachdem, in welches Gebiet ihr reisen wollt, kann es natürlich unter Umständen sehr teuer werden, auch gerade wenn die Wegschreine weit von euch entfernt sind. Dementsprechend solltet ihr euch immer zum nächsten Wegschrein begeben. Dann seht ihr auch direkt einmal mit E klicken die Übersichtskarte und dann könnt ihr zu einem Wegschrein eurer Wahl, egal ob im gleichen Gebiet oder in einem anderen weit entfernten Gebiet, einfach kostenlos hinreisen. Tipp Nummer 11. Sobald ihr ein Reittier habt, solltet ihr es schnellstmöglich leveln. Und zwar gibt es in jeder größeren Stadt so ein Haus hier, wo immer dieser Pferdekopf dran ist. Das ist der sogenannte Stall. Da gibt es immer einen Stallmeister. Willkommen, meistens meine Freundin. Ist es jemand, ja, die von Schwester. Vielen Leuten umringt ist. Dort habt ihr die Möglichkeit, zum einen ein Pferd zu kaufen. Eins dieser 3. Leider sind die teurer geworden. Früher gab es auch mal ein Pferd, was sehr viel günstiger war. Das fand ich besser, weil es gerade für Anfänger besser geeignet war, damit man überhaupt ein Transportmittel hatte. Heute sind sie leider alle gleich teuer geworden. Sobald ihr also eins von diesen Tieren hier geholt habt oder ein anderes Reittier habt, klickt ihr hier oben auf Reitstunden und ich kann euch nur empfehlen, fangt früh an. Denn diese Prozente, die ihr hier seht, sind Tage. Es dauert immer 20 Stunden, bis ihr das nächste Mal hier draufklicken könnt. Dann steht hier so ein kleines Plus da vorne, wenn das Ganze bereit ist. Es kostet 250 Gold pro Klick. Und ich kann euch nur empfehlen, macht die ersten 60 Klicks auf jeden Fall in Geschwindigkeit rein. Damit könnt ihr euch wesentlich komfortabler und schneller in der Gegend bewegen. Dann die nächsten 60 Punkte solltet ihr erstmal in Tragekapazität reinsetzen. Das heißt so viel wie: Ihr müsst nicht auf dem Pferd sitzen, das muss ich noch dazu sagen, aber die Tragekapazität, die hier freigeschaltet ist, die wird nochmal zu eurem Inventar dazugerechnet. Das heißt, ihr habt euer Inventar plus nochmal die 60 Plätze hiervon und könnt dementsprechend mehr Sachen tragen. Als letztes würde ich dann die 60 Punkte in Ausdauer reinstecken. Ich habe jetzt keinen Unterschied großartig gemerkt, also die Ausdauer geht eigentlich relativ gleich schnell runter, aber wenn ihr zum Beispiel einen Mancher habt, solltet ihr da definitiv die 60 Punkte reinstecken. Tipp Nummer 12. Nutzt die Bank, um Inventar zu entlasten. Überall in jeder größeren Stadt seht ihr hier oben diese Truhensymbole. Wenn ihr dort reingeht, findet ihr immer mindestens einen Bankier, an dem ihr euch wenden könnt. Da habt ihr dann die Auswahl, ob ihr auf eure eigene Truhe zugreifen möchtet oder auf die Gildenbank oder auf den Gildenladen. Seid ihr in einer Gilde drin, könnt ihr auch die Gildenbank nutzen. Je nachdem natürlich, wie die Bedingungen der Gilde sind, könnt ihr in der Regel nur Sachen hineintun, aber keine Sachen hinaustun. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer eure eigene Truhe benutzen. Dafür gibt es auch nochmal einen Bankier, den ihr euch für 5000 Kronen kaufen könnt. Der ist auch hin und wieder mal im Angebot. Und da könnt ihr letztendlich dann alles reintun,
was ihr so aktuell nicht benötigt, was ihr vielleicht mal auf anderen Chars benötigt. Oder wenn ihr später mal Levelrüstung macht, wie ich hier zum Beispiel. Ich habe auf Level 16, 28 und 40 habe ich jeweils Levelrüstung komplett für Magicka und für Stamina. Die brauche ich dann einfach nur hier rauszuholen und dementsprechend habe ich dann immer die effektivste Rüstung, die ich nutzen kann. Ja, kleiner Tipp von mir noch. Ihr habt den doppelten Bankplatz zur Verfügung, wenn ihr ein ESO Plus Abo habt. Die Vorteile zum ESO Plus Abo habe ich ja schon mal in einem anderen Video hochgeladen. Ich habe jetzt aktuell 480 Plätze, frei nicht, sondern belegt, aber ich habe 480 Plätze in der Bank, die ich benutzen kann. Und die solltet ihr definitiv auch nutzen, weil wie man sieht, der Inventarplatz, je nachdem was ihr macht, ist auch immer sehr voll. Ich habe nochmal zusätzlich Plätze freigeschaltet, bin insgesamt auf 210 insgesamt an Inventarplatz gekommen und habe trotzdem da, dass mein Main-Char ist und der für alles gut ist, sprich ich habe ein Heilset drin, ich habe ein Tankset drin und ich habe noch einige andere Sachen, die ich natürlich mit mir rumschleppe, habe ich trotzdem sehr viele Plätze belegt. Also wenn ihr irgendwo Platz schaffen könnt, dann tut auf jeden Fall die Sachen in die Bank, die ihr noch braucht. Nutzt es aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Tipp Nummer 13. Mundussteine nutzen. Mundussteine, das sind diese großen Steine, die ihr immer mal wieder in der Welt findet. Ich zeige euch das mal eben anhand eines Beispiels. Und zwar in Auridon beispielsweise. Da gibt es die Fürstin hier unten. So sieht das Ganze dann auf der Karte aus. So ähnlich wie die Originalsteine halt eben aussehen. Zu diesen Steinen könnt ihr hinreisen und euch davor stellen und mit E das Ganze dann akzeptieren. Und dann habt ihr verschiedene Sachen, die ihr nutzen könnt. Hier ist es zum Beispiel die Regeneration. Hier ist es, dass eure Heilung verbessert wird. Hier wird euer Rüstungsdurchstoß bzw. eure Magicka-Durchdringung verbessert. Und hier wird eure maximale Magicka verbessert. Den rechts konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich den nämlich schon habe. Die einzige Sache, die ihr dabei beachten solltet, ist, dass ihr, wenn ihr auf C klickt, hier unten nachgucken könnt, was bei euch gerade aktiv ist. Bei mir ist es jetzt die Magiekraft, deswegen konnte ich den Lehrling hinter mir gerade auch nicht benutzen. Es wird immer nur der letzte Stein gezählt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier auf die Magierin klicke und die maximale Magicka erhöhen möchte, dann habe ich nicht beides zusammen, sondern ich habe nur noch die maximale Magicka erhöht. Wenn ich jetzt aber wieder zum Lehrling gehe, den ich ja vorher drin hatte, dann ist jetzt wieder die erhöhte Magiekraft drin. Tipp Nummer 14. Erhöhung des Inventarplatzes und des Bankplatzes. In jeder größeren Stadt findet ihr dieses Symbol. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr den handlichen Rucksack. Das ist so ein Säckchen. Entweder stehen die Leute draußen oder sie befinden sich sehr oft in den entsprechenden Gebäuden drin. Wenn ihr da mit den Leuten spricht, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, dann könnt ihr normalerweise euer Gepäck erhöhen. Insgesamt könnt ihr das Ganze 8-mal erhöhen um jeweils 10 Plätze, also insgesamt um 80 Plätze. Es wird aber Richtung Ende wahnsinnig teuer, also es kostet sehr, sehr viel Gold. Das gleiche könnt ihr im Übrigen auch mit eurer Bank machen, dann müsst ihr allerdings zu dem örtlichen Bankier gehen. Dort findet ihr dann unten in der Leiste einen entsprechenden Hinweis, welche Taste ihr drücken sollt. Und ich glaube, es war er oder so. Das müsst ihr dann selber gucken. Und damit, sofern ihr denn genügend Gold gerade im Inventar habt, könnt ihr auch entsprechend jeweils um 10 Plätze eure Bank erhöhen. Die kann man allerdings noch mehr erhöhen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man das Ganze per Kronen kaufen. Im Kronenshop unter Upgrades Inventar. Da seht ihr nochmal, für jeweils 1000 Kronen, also es ist wirklich nicht günstig, erhaltet ihr jeweils 10 Plätze. Das heißt, ihr müsst 8000 Kronen theoretisch ausgeben, um euer komplettes Inventar hierüber zu erweitern. Aber glücklicherweise geht das ja auch in-game, also das könnt ihr ja mit Gold bezahlen. Und ihr könnt insgesamt 18 Plätze in der Bank erweitern. Das wären dann in dem Fall 18 mal 1000 Kronen. Das ist wahnsinnig teuer, auch jeweils nur um 10 Plätze zu erhöhen, falls ihr das Ganze mit Kronen machen möchtet. Dann gibt es noch den Dornenacker Kriegseber.
Wenn ihr den kauft für 1200 Kronen, und da ist jetzt eine kleine Besonderheit, dann erhöht sich der Inventar aller eurer Chars. Also nicht nur dessen Char, der gerade drin ist, als ihr den gekauft habt, sondern wirklich von allen Chars erhöht sich um 5 Plätze. Und das Inventar könnt ihr dann auch nochmal mit der Gramfeste Packratte erhöhen. Ebenfalls für 1200 Kronen erhöht auch alle, bei allen Chars, euer Inventar nochmal um 5 Plätze. Kauft ihr also die beiden, habt ihr nochmal 10 Plätze mehr. Tipp Nummer 15. Heilung für Ausdauer-Chars. Für Magicka-Chars ist es jetzt absolut nicht interessant, aber wenn ihr einen Ausdauer-Char spielt, dann solltet ihr, sobald ihr Level 10 erreicht habt, einmal hier oben auf Allianzkrieg klicken. Sucht euch dann am besten hier unten bis Stufe 50 aus. Da komme ich jetzt natürlich nicht rein, weil ich habe ja Max-Level. Dann geht ihr einfach auf die Kampagne, die hier rechts ist. Bestätigt dann nochmal mit E, dass ihr die Kampagne betreten möchtet. Und dann wartet ihr, bis ihr das Ganze bestätigen könnt. Und reist mit F dorthin. Und dann seid ihr im sogenannten PvP-Gebiet. Ich bin jetzt automatisch nicht auf der richtigen Seite ausgekommen. Und zwar bin ich hier unten links ausgekommen. Ich hätte eigentlich hier rechts hingemusst. Das heißt, wenn euch das auch passiert, dann lauft ihr einfach zu diesem blau leuchtenden Schrein. Dann reist ihr zur anderen Seite. So, und dort hier im Eingangsbereich. Und normalerweise würdet ihr hier ankommen. Da steht jetzt in meinem Fall der Akarin. Mit dem sprecht ihr kurz, einfach mal 2-3 Mal klicken, bis er nicht mehr redet. Dann geht ihr hier vorne zur Großkriegsfürstin Surzalin, sagt ihr, dass ihr kein Interesse daran habt. Und ja, brecht dann quasi damit den Dialog ab, beziehungsweise schließt das Ganze ab. Dadurch erhaltet ihr dann hier in den Fertigkeiten den Allianzkrieg. Und unter Sturmangriff, direkt ab Level 2, und ihr seid dann Level 2, erhaltet ihr dann den Elan. Mich hält er jetzt nur um 4570, weil ich ein Magicka-Char bin. Aber Ausdauer-Chars werden dadurch immens geheilt. Gerade wenn er noch einmal gemorpht wurde, also verändert wurde mit dem Plus da vorne. Und wenn ihr das Ganze dann auf Level 4 nochmal hochgelevelt habt insgesamt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp für alle Ausdauer-Chars. Kleiner Tipp nochmal am Rande, weil ich am Anfang selber sehr verzweifelt war. Durch diesen Wegschrein da hinten könnt ihr nicht wieder zurück ins normale Gebiet. Das heißt, ihr müsst dann, und das könnt ihr auch wirklich nur bei den beiden unteren Stellen, beziehungsweise bei den anderen Allianzen sind es die beiden Stellen hier oben, wo auch wirklich diese Wegschreine angezeigt werden. Da könnt ihr einen richtigen Wegschrein finden. Und mit diesen kommt ihr dann wirklich überall wieder hin zurück. Weil ansonsten würde er nämlich meckern, dass ihr von diesem Gebiet aus nicht dorthin porten könnt. Tipp Nummer 16. Stuck und Reload. Wenn ihr mal irgendwo feststeckt und ja sozusagen in der Umgebung eingefroren seid, dann müsst ihr in eurem Chat, also müsst ihr den Chat öffnen, ein Schrägzeichen eingeben und Stuck anklicken. Da kann man sich dann für eine kleine Gebühr wieder befreien lassen. Da das aber etwas kostet, kann ich euch nur empfehlen, das nur im Notfall wirklich zu machen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar, wenn ihr in euren Chat / Reload eingibt, und dann seht ihr schon hier oben Reload OI. Das gebt ihr dann ein. Und dann werdet ihr nochmal komplett neu geladen und solltet normalerweise auch nicht mehr feststecken. Wie gesagt, sollte das dann nicht funktionieren und ja, ihr dann wirklich gar nicht mehr rauskommen, gäbe es noch die Möglichkeit mit diesem / Stuck. Oder natürlich, ihr könnt euch ausloggen und dann wieder einloggen. Tipp Nummer 17. Add-ons. Leider ist dieser Tipp nur für PC-Nutzer, weil auf den Konsolen kann man keine Add-ons benutzen. Es gibt auch sehr viele Streitereien darüber. Die Konsolenspieler sagen, man wäre faul, wenn man Add-ons benutzt. Die PC-Spieler sagen, lasst die reden, wir können sie ja benutzen. So ähnlich sehe ich das auch. Beispielsweise, was nie in einem Spiel fehlen darf, was Teso leider ein bisschen versaut hat, weil sie es nicht reingemacht haben, für mich persönlich, ist die Minimap. Ich habe oben rechts eine Minimap, bei der ich immer sehen kann, wo ich gerade bin und was um mich herum, ja, was sich um mich herum befindet. Oder beispielsweise
Der Rare Fish Tracker, den habe ich auch immer an, damit ich in neuen Gebieten speziell auch immer sehen kann, welche Fische ich noch brauche, um auch da Meisterangler zu werden. Dazu unter Einstellungen, Erweiterungen. Das ist mal mein kleiner Tipp am Rande. Da könnt ihr dann die ganzen Sachen einstellen. Es gibt verschiedene Add-ons, die ihr benutzen könnt. Beispielsweise Shredder zeigt euch ziemlich viele Sachen an, ob ihr gerade Buffs aktiv habt oder nicht, ob ihr Buff-Food benutzt habt und so weiter und so fort. Das finde ich persönlich eigentlich recht gut. Dieses smarte Auto-Loot finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, weil man dann mit einem Klick, je nachdem wie man es eingestellt hat, also man kann selbstständig einstellen, was alles gelootet wird oder was nicht gelootet werden soll, zum Beispiel Waffen und Rüstung, wird bei mir per Qualität gelootet. Alles andere wird im Prinzip immer gelootet bei ihr. Das finde ich persönlich sehr gut. Gerade auch wenn ich am Aufnehmen bin beispielsweise, brauche ich nur einen Klick zu machen und der schnappt sich einfach alles. Und ich muss da nicht tausend Sachen bestätigen oder ähnliches. Roomba habe ich mir persönlich besorgt, weil ich ja Gildenmeisterin bin, beziehungsweise eine Gilde leite und das doch recht praktisch ist, um nochmal die Gildenbank mit einem Klick aufzuräumen, dass die ganzen Sachen einfach übereinander gesteckt werden, die gesteckt werden können. Die Minimap, das ist die, die ich jetzt gerade beispielsweise benutze. Einige andere Sachen braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, den Rare Fish Tracker benutze ich ziemlich gerne. Und Dressing Room finde ich persönlich auch sehr wichtig, weil ich gerne mal meine Sachen umziehe. Zum Beispiel mit meiner Main kann ich dann mit einem Klick letztendlich aus meinem Magikarte-DD einen Tank machen oder auch eine Heilerin machen. Zwar natürlich nicht hundertprozentig von den Champion-Punkten her, aber zur Not als Notheiler oder Nottank funktioniert das wunderbar. Was ich absolut nur empfehlen kann, ist Craft Store. Das Top-Add-on, wenn man craften will, wenn man einen Handwerksbeutel hat, also sprich, wenn man ESO Plus hat, wenn man seine eigene Rüstung herstellen will und, ist das wirklich absolut nur zu empfehlen. Das sind aber nur so ein paar Beispiele an Add-ons, die ihr nutzen könnt. Ihr müsst keine benutzen, aber ihr solltet zumindest schon mal davon gehört haben. Tipp Nummer 19. Buff-Food nutzen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr gerade im Anfangsgebiet eigentlich alles gut erledigen könnt. Auch die größeren Bosse sollten an sich kein Problem sein, wenn ihr den ein oder anderen Ratschlag beherzigt und hin und wieder auch mal Angriffe abblockt bzw. ausweicht. Aber es gibt natürlich auch größere Gegner oder zum Beispiel, wenn ihr Probleme mit einem speziellen Gegner habt, dann könnt ihr sogenanntes Buff-Food nutzen. Ich habe jetzt hier kein Anfänger-Buff-Food mehr drin. Ich habe jetzt die Einsamkeitslachssuppe mit Hirse drin. Die ist fürs Max-Level. Stört euch nicht dran, dass CP 150 drin steht. Unten seht ihr auch skaliert von 150 bis 160. Die würde mir persönlich jetzt eine Stunde lang maximales Leben um fast 5400 erhöhen und meine maximale Magika auch um fast 5000 erhöhen. Das nutze ich dann zum Beispiel, wenn ich in Raids bin oder wenn ich in speziellen Viererverliesen bin, nutze ich es auch. Es gibt auch noch eine kleine Abart davon, und zwar ist das der Ataeische Einlegfisch. Der erhöht zwei Stunden lang euer maximales Leben um 5652, die maximale Magika um 5117. Der wird aber nicht als Buff-Food benutzt, sondern den benutzt man, wenn man angeln geht. Wenn ihr wirklich euren Meisterangler machen wollt, kann ich euch nur empfehlen, von Anfang an immer überall zu angeln, weil dann wird das mit dem Meisterangler später definitiv einfacher. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 19, das Angeln. Wie gesagt, wenn ihr euren Meisterangler machen möchtet, kann ich euch zum einen nur empfehlen, überall, wo ihr könnt, an Angelstellen zu gehen und mit E zu angeln. Sobald dann dieses kleine Symbol kommt, dass der Fisch angebissen hat, beziehungsweise sie mit der Angel am Zucken ist, dann holt ihr den mit E ein. Ihr braucht dann spezielle Köder dafür. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und ich kann euch später, nicht von Anfang, aber später, wenn ihr die restlichen Fische holen wollt, nur empfehlen, diesen Ataeischen Einlegfisch zu benutzen.
Manchmal merke ich keinen Unterschied, aber manchmal kommen dann auch gerade die grünen Fische einfach so auf mich zugeschwommen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Fischgrund mit Seewasser drin. Das ist dann immer so ein Bereich, wo die Fische so ein bisschen am Springen sind. Normalerweise müsst ihr eh gedrückt halten, dann werden euch hier die ganzen Köder angezeigt. Das ist jetzt ein Seewasserköder. Dafür brauche ich Innereien und Seewasserköder. Mit E fischt ihr dann einfach. Das Ganze dauert allerdings sehr, sehr lange. Also das Fischen an einem einzelnen Teich dauert jetzt nicht so lange. Aber es dauert sehr lange, wenn ihr wirklich alle Fische für euren Meisterangler oder für spezielle Ziele haben wollt. Ihr wartet dann einfach, bis die Fische soweit sind. Zieht es raus und dann habt ihr den Spatenschwanz. Damit sind wir dann auch direkt schon bei Tipp Nummer 20 angekommen. Und zwar sollte das eigentlich normal sein, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen. Ihr solltet immer regelmäßig schauen, dass ihr euer Inventar freiräumt. Wenn ihr zum Beispiel Rüstungen habt oder andere Teile, die ihr nicht braucht, könnt ihr die entweder verkaufen oder ihr könnt sie natürlich auch verwerten, um euer Handwerk damit hochzuleveln. Da übrigens noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Wenn ihr euer Handwerk wirklich hochleveln möchtet, solltet ihr euch mit jemand anderem zusammentun oder ihr solltet einen zweiten Schal eventuell nutzen, den ihr schon habt oder noch anlegt. Und mit dem anderen Char oder mit dem Char von eurem Freund oder eurer Freundin kann man nun Sachen herstellen, eurem Level entsprechend. Nach Möglichkeit sollten die immer auf Max-Level sein. Wenn es natürlich nicht anders geht, muss man das größtmögliche Level nehmen, was zur Verfügung steht. Weil das Problem ist, wenn man seine Sachen nimmt, die man selber gecraftet hat, dann bekommt man zum einen nicht mehr viel heraus und zum anderen bekommt man auch nicht viele Punkte, um dann das Handwerk damit leveln zu können. Wenn man aber Sachen nimmt, die von jemand anderem hergestellt sind, sei es jetzt von eurem Freund oder eurer Freundin oder von einem anderen Char von euch, also mit einem anderen Namen, oder auch zum Beispiel bei Gildenhändlern angebotene Sachen, da sind wir ja vorhin schon gewesen. Da könnt ihr euch theoretisch auch Sachen kaufen, damit ihr das Ganze schneller leveln könnt. Das ist dann aber eher ein Tipp für alle, die schon etwas fortgeschrittener sind. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr den ein oder anderen Tipp gut nutzen konntet. Und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.